Hallo, mein Name ist Leon Bailey. 22 Jahre alt und eines der größten Talente der Bundesliga. Geboren und mit dem Fußball angefangen in Kingston, Jamaica. Bailey spricht im exklusiven Sport1-Interview über seine Heimat, den Kampf gegen Rassismus, seine Ziele mit Bayer Leverkusen und das Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München. Sein Plan für Samstag, ein Dreier gegen den Rekordmeister mit anschließender Party in der Kabine. Samba, Samba. Ja, natürlich, wir freuen uns auf die Party nach dem Spiel, aber erstmal volle Konzentration auf das Spiel. Das Selbstvertrauen beim Werksclub könnte vor dem Spiel am Samstag kaum größer sein. 7 Siege und nur eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen. Und dann ist da ja noch die Erinnerung ans Hinspiel. 2 Bailey-Tore und ein 2:1-Sieg in München. Das ist vielleicht einer der schönsten Momente meiner Karriere bislang. 2 Tore in der Allianz Arena zu schießen, davon träumen viele junge Spieler. Und das zu erreichen und dann auch noch dort gegen die Bayern zu gewinnen, einfach unbeschreiblich. Und daran werde ich mich wirklich lange erinnern. It was an unforgettable feeling and that's something that I'll carry through life for a very, very, very long time. Positive Vibes beim Jamaikaner, doch auch bei ihm sind die momentan nicht ungetrübt. Wie seine Kollegen in der Bundesliga macht auch er sich nach dem Tod von George Floyd Gedanken über den Kampf gegen Rassismus. Dass solche Sachen in 2020 immer noch geschehen, ist unfassbar. Ich habe die Videos gesehen und es hat mir im Herzen wehgetan. Ich stehe auf gegen Rassismus zu 100%. Mit 12 Jahren ist Bailey nach Europa gekommen. Seine Wurzeln hat er aber nicht vergessen, kehrt wann immer er kann zurück in sein Heimatland. Ich komme aus einer sehr armen Gegend in Jamaika. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, nichts zu essen und kein Geld für die Schule zu haben. Ich möchte die Jugendlichen dort inspirieren und ihnen Hoffnung schenken, etwas zu erreichen, nicht unbedingt nur im Fußball. Sie sollen an sich glauben. Auch in Jamaika ist er allgegenwärtig. Der Kampf gegen Corona und die daraus resultierenden Folgen. Bailey engagiert sich auch hier und spendet Lebensmittel. Wir haben vor allem älteren Menschen Lebensmittel gespendet, weil es dort eine Regel gibt, dass Menschen über 45 zu Hause bleiben müssen, da sie zur Risikogruppe gehören. Wir wollen den Menschen einfach helfen, etwas zu essen zu haben, weil es eben auch schwer ist, gerade zu arbeiten. Ich will meine Dankbarkeit zeigen und den Leuten in meinem Land etwas zurückgeben. To show appreciation and just give back to my country, because I know it's very hard. Bevor es dann nach der Saison wieder in die Heimat geht, hat Bailey mit Bayer aber noch eine Mission. Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Euroleague hat die Werkself einen Titel im Auge. Ich hoffe, wir holen dieses Jahr einen Titel. Das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte einfach endlich einen Pokal mit meiner Mannschaft gewinnen. Ein Titel im Fokus und wirklich gar keine Zeit für weitere Zukunftsplanung. Like your goal to play it the next years maybe. Right now, to finish the season strong. That's it from my side. Thank you very much. Thank you very much, Leon. Stay healthy and well, yeah?